Dann haben wir jetzt ein neues Problem. Und zwar, was ist mein nächstes Ziel? Zum einen töten wir mal hier ein paar Schlecht. Wann kommen die an? 27. April. Habe ich da eine Chance, irgendwie zu helfen? 19. Mai. Die Antwort ist nein. Das ist auch immer erst am 1. Mai vorbei. Ich nehme an, dass ich aktuell keinen ordentlichen Frieden kriege, weil laufende Schlachten minus 8. Laufende Schlachten macht das meistens uninteressant. Ich sollte aber eigentlich nicht gewiped werden, hoffe ich doch sehr. Danke. Ich habe auch nicht wirklich Warscore dadurch verloren. Dann muss ich jetzt mal schauen. Kann ich mir das inzwischen... Ich kann mir es halt immer noch nicht leisten. Das ist halt echt bitter. Ist halt die Frage, wie lange ich diesen Krieg ziehen will, wenn ich eh irgendwie nur das nehmen kann. Und ich kann nicht mal das nehmen. Ach komm, es kann doch nicht sein, dass mich alle hassen, weil ich Frankreich töte. Das Reich ist scheiße, selbst wenn man nicht drin ist. Das ist echt schlimm. Ja, ja, ich weiß, dass ich die 10% noch habe, aber schau dir doch mal die Zahlen an. Das bringt mir nichts. Ist das immer aus der Haut fahren. Kann ich mir... Ich kann nicht... Okay, das kann ich machen. Das kann ich wahrscheinlich machen mit den minus 10% und wenn ich noch ein bisschen warte. Aber ganz ehrlich, alles andere kann ich echt vergessen. Aber ich glaube, ich führe den Krieg noch ein bisschen und töte noch kurz ein bisschen Franzosen. Ich habe es noch nicht eilig, den Krieg zu beenden. Meine Zeit sollte auf meiner Seite sein. Ich habe ja das Kriegsziel. Pause. Da geht auch noch was. Okay, du musst dich noch ein bisschen... Okay, du kannst dich aber auch da erholen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einzelne Franzosen töten können. Was machen die nach Berry? Sie marschieren weiter. Was ist, wenn ich das hier mache? Das stört dich nicht mal. 2. Juli, 23. Okay, ihr seid dann alle weg. Wann seid ihr da? Am 1. Juli. Berry ist eine Ebene, dann machen wir genau das. Und kriegen sowieso keinen. Ist also vollkommen egal. Damit habe ich nicht gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Okay. Die wollen wahrscheinlich das Kriegsziel belagern. Das müssen wir natürlich verhindern. Kriegen wir die 11.000... Sehr schön, die kriegen wir nicht. Dann können wir die 6.000 alleine töten. Das ist mir viel lieber. Und tot. Leider nicht. Okay, stirb. Irgendwie habe ich immer noch eine sehr niedrige Moralarmee hier rumstehen und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich habe das Gefühl, dass meine Vasallen eventuell vor kurzem erst die Dings geändert haben, die Tech-Stufe und sich ihre Truppen noch nicht erholt haben. Immer gern teilen, geteilte Franzosen. Kriege ich hier eventuell einen Wipe? Ich habe gerade einen sehr starken Anfang hingelegt. Ah, es wird knapp, aber... Ich wollte gerade sagen, es wird knapp, aber es funktioniert nicht. Okay.
Schon ein dafür hat sich gelohnt, im Krieg zu bleiben. Ist halt den Vasallen tatsächlich total egal. Ich finde es immer noch extrem nervig, dass die jetzt irgendwie. Die Söldner sind angeschlossen, aber aus irgendeinem Grund bewegen sie sich nicht in selber Geschwindigkeit. Da müsste man jetzt mal was probieren. Das machen wir jetzt auch gleich. Und zwar folgendes. Kann ich dich jetzt irgendwo dazu zwingen, dass du nicht am selben Tag ankommst? Nee. Ich hätte nämlich irgendwie die Befürchtung, dass es eventuell nur funktioniert, wenn man es so macht, dass sie immer am gleichen Tag ankommen. Ist halt die Frage, ob jetzt nicht. Seht ihr das? Die sind schwierig. Ich verstehe es nicht. Aber ist okay. Ist halt so. Stimmt, wie geht's den Franzosen finanziell eigentlich? Ich glaube, ich tue ich gerade weh. Oder? Acht Darlehen, also nicht viel mehr als vorher. Okay, bis 40, aber ich glaube, wir haben noch nicht viel durch Schlachten. 14. Das ist halt die Frage, was man jetzt macht. Was ich übrigens schon lange nicht mehr aufgepasst habe, ist erst, ob Schottland mal rausgehen will. Und zweitens, dass meine Schiffe wahrscheinlich gerade total verrecken, weil sie ohne Söldner da draußen sind. Ich wünsche, ich könnte Schottland rausnehmen, weil das würde meinen Warscore mit Sicherheit erhöhen. Also ich muss, ich habe immer noch keinen Zwang, diesen Krieg zu beenden. Die Frage ist halt, was ich jetzt noch machen will. Will ich noch irgendwas belagern? Will ich noch eine Schlacht schlagen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell versuchen, die Hauptstädte der Vasallen zu belagern, weil das sind kleine Festungen, die nicht viel Verteidigung haben, sollten aber ganz gutes Warscore bringen. Die Schlacht ist jetzt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber gewinnen sollten wir sie trotzdem. Gehen wir mal mit mehr Leuten rein, um das sicherzustellen, auch wenn es auch so funktionieren sollte. Aber sichern wir das Ganze praktisch noch ab. Weil diese Schlacht war jetzt nicht optimal für mich. Aber ist halt so. Schauen, ob wir mit den Vasallen irgendwas Lustiges tun können. Ich meine, die ziehen sich weiter zurück als die Festung. Also geh mal da Leute töten. Okay. Wenn ich mir noch ein paar Kleinstarmeen. Kann es eigentlich sein, dass die Moralregeneration irgendwie geringer geworden ist? Vor allem die durch gewonnene Schlachten? Weil ich bin irgendwie viel öfter in Schlachten, wo ich merke, ich habe wenig Moral. Zum Beispiel in der. Ups. Ups. Ich konnte. Ich hätte es tatsächlich umbenennen können. Habe ich jetzt geschlafen. Entschuldigung. Seht ihr das? Ich verliere jetzt diese Schlacht, weil ich beim Sieg vorher kaum Moral gekriegt habe. Das wurde doch verringert. Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade ziemlich sicher. Was ist jetzt eigentlich mit dieser Mission? Ah ja. Ich will sie aber auch nicht da was belagern lassen.
bin am Überlegen, ob ich nicht langsam Frieden mache, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht wirklich mehr bei rumkommt. Außer dass ich mich noch weiter über meine Truppen ärgere, die sich nicht timen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich finde es gerade irgendwie extrem auffällig, dass sich diese Moralgewinnung verändert hat. Die einzige Chance, wie ich jetzt halt noch meinen Warscore wirklich nennenswert erhöhen könnte, auf die Schnelle wäre halt, wenn wirklich Schottland rausgehen würde. Ja, wir haben schockierenderweise einen Erben bekommen. Frage ist, ob man ihn eventuell wegschickt. Sehr draußig. Kann sein, dass wir alle unsere Schiffe irgendwie verloren haben. Aber eigentlich ja nicht. Vielen Dank an Smilex81. Und wir haben mal eine Flotte von Schottland versenkt. Das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich Schiffe. Die Schlachten lohnen sich halt irgendwie gerade überhaupt nicht mehr. Im Prinzip ist es für mich natürlich sehr gut, wenn der Incident nicht kommt, aber der Incident wäre halt spannend. Mehr kann ich halt, glaube ich, nicht blockieren. Nee. Schottland will nicht raus. Ich finde, Schottland sollte rausholen zu diesem Zeitpunkt. Hat Schottland eigentlich Truppen? Wo haben die ihre Truppen? Haben die immer noch da oben versteckt oder was? Was sind die tatsächlich auf den Transportschiffen? Ne, die haben schon 13.000. Mindestens. Ne, genau 13. Ja, ich habe es gesehen, aber ich habe extra keine Lust in Schottland zu landen, muss ich gestehen. Vor allem, weil ich in der Zeit halt die Franzosen da unten Dinge belagern würden. Das will ich nicht. Ich könnte halt eine 6er-Truppe hochschicken und hoffen, dass irgendwie die mit dem General ist die Armee Atwana und du sollst dich der anderen anschließen. Okay, schauen wir mal, ob wir Transporter versenken ausnahmsweise.
Dann schauen wir, ob sich ihre Truppenzahl verändert. Das sieht irgendwie sehr nach dem üblichen, es werden keine Transporter versenkt aus. Wir haben einen Transporter versenkt, aber keine Truppen. Ich habe ein französisches Großschiff versenkt. Nee, Truppen sterben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, die 3000 reichen ja nicht gegen mich. Oh, ich habe inzwischen 81%. Ups. Oh, was ist denn meine aktuelle Mission? Ich habe die schon wieder total vergessen. Eine Kathedrale bauen. Ja, das ist halt gerade ein bisschen schlecht mit dem Geld, gell? Genf habe ich gut unabhängig gemacht. Da bin ich dafür verantwortlich. Okay, also wir machen jetzt definitiv demnächst einen Frieden. Trotz Alster will Schottland keinen Frieden. Gut. Die Frage ist, wie sehr hasst mich die Welt für Alster? Ja, vertretbar, lustigerweise. Mit minus 10% und einem Jahr könnte man da was machen. Die andere Frage ist, will ich Alster? England wäre wahrscheinlich nicht davon begeistert. Ja, wenn man Transporter versenkt. Ich da oben eine Insel nehmen kann, muss ich sie entweder belagern oder ich muss genügend Warscore kriegen, dass ich den Frieden direkt mit Schottland machen kann. Es kann schon sein, dass Frankreich, dass England uns irgendwann noch was bringt. Also diese Insel wäre tatsächlich sehr billig vom inklusive Expansion her. Genauso billig wie die hier oben. Wenn ich noch kurz ein paar Provinzen belagere, kann ich wahrscheinlich sogar noch das. Will ich das Bündnis zwischen Frankreich und Schottland auflösen? Hmm.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da oben eine Insel erobern will, damit ich eventuell irgendwann mal eine Reichweite nach Amerika habe oder irgend so ein Schmarrn. So ganz überzeugt bin ich tatsächlich noch nicht davon, ob ich das will. Das ist nur ein Gedanke, der aufkam. Gibt eigentlich keinen Grund, warum ich das Zeitalter letztlich noch nicht genommen habe. Wahrscheinlich will ich mir die Gelegenheit geben, es zu vergessen, damit ich mich über was ärgern kann. Die Hybriden kann ich nicht koren. Die Hybriden gehen ums Arschlecken nicht mehr. Weil in den Nordkanal komme ich nicht rein. Das hätte ich tatsächlich die genommen. Ne, wir haben keine Mission für die neue Welt. Es ist einfach eine Überlegung, die aufgetreten ist. Aber ja. Ich überlege jetzt eigentlich gerade hauptsächlich, ob ich das Bündnis zwischen Schottland und Frankreich trennen will. Aber eigentlich tut mir das Bündnis nicht weh. Und Bündnisse, die nicht wehtun, will ich eigentlich immer nicht auftrennen, weil es befreit nur Diplo-Slots für mächtigere Bündnisse. Von daher glaube ich, dass ich ihnen das lasse tatsächlich. Wenn England Schottland frisst, dann ist es halt so. Ja, Geld nehmen wir sowieso immer raus, nachdem wir jetzt auch einen Separatfrieden machen werden mit 27 Warscore. 270. Kriegsreparationen. Angebot entfernen. Shift-Linksklick. Hey, es hat funktioniert. Cool. 100 Dukaten. Kriegsreparationen. 100 Dukaten, 10 Jahre, 120, wenn ich einen Dukaten krieg pro Monat, lohnt sich Kriegsreparationen. Jetzt müssten sie 10 Dukaten Einkommen haben. Was haben sie denn an Einkommen? Aktuell 6 inklusive Blockade. Blockade funktioniert ja übrigens auch ein bisschen anders. Das sehen wir jetzt nicht, weil wir nicht blockiert werden. Aber Blockade ist für sie jetzt eine Ausgabe. Ich glaube, ich nehme die Dings. Probier, ob das funktioniert mit dem Geld verringern. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Falls du das hier meinst, das war vorher irgendwas anderes. Aber das hat tatsächlich funktioniert. Mal schauen, ob es nochmal funktioniert. Kriegsreparation. Jetzt habe ich Shift-Links-Klick gemacht, um so viele zu fügen, wie sie gewillt sind, anzunehmen. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin echt erstaunt. So. Ich nehme jetzt mal das Zeitalterziel, damit ich es nicht vergesse, auch wenn es natürlich für diesen Frieden keinen Unterschied macht, weil der keine aggressive Expansion gibt. Ich finde es übrigens sehr geil, dass es das jetzt am selben Tag passiert und nicht erst am nächsten Tag. Das fand ich immer ein bisschen weird. Dann Namur, bevor ich es wieder vergesse, Kirche. Das können wir uns immer noch leisten, sehr schön. Und dann können wir einen ordentlichen Frieden mit Frankreich machen, würde ich sagen. Wo sind denn die Söldner? Die können auf jeden Fall mal nach Hause gehen. Es war wahrscheinlich, es war eigentlich nicht mal gut, die Söldner nach Hause zu schicken. Weil das erhöht ihren Kriegsenthusiasmus, aber ich glaube, bei dem Frieden ist es echt wurscht. Aber nee, keine Chance. Es sind schon einige 51er dabei, aber es sind so viele drüber dabei, es bringt einfach nichts. Ja, wir wären irgendwas anderes. Das wäre halt mein Traumfriede gewesen. Das sind aber auch noch zu viele. 53, 54 ist sogar noch schlimmer. Auf was habe ich denn alles Ansprüche? Auf eigentlich alles. Also, 53 ist eigentlich schon zu schlimm. 57, 54.
da, wenn ich jetzt ein Jahr warte, wären es nur die obersten 10. In Anführungsstrichen nur. Also die zwei müssen eigentlich sein, die drei Bünde sind eine neue Nation hier. Sind das alle nach den drei Bünden Fragen? Ja, das Problem ist, dass die oberen 10 eigentlich schon reichen. Ich will eigentlich die Provence. Ich will nicht, dass. Na gut, ich will nicht, dass die Provence eine Chance hat, einer Koalition beizutreten. Also es bringt einfach nichts. Ich könnte das hier noch nehmen. Das ist nee, habe ich jetzt auf die falsche Zahl geschaut, Entschuldigung. Das hier wird auch kriegen, wenn ich ein Jahr warte, lustigerweise. Da habe ich halt eigentlich keinen Anspruch drauf, lustigerweise. Was soll ich, wenn ich hergehe? Was war zu viel? 45. Wenn ich jetzt mal ganz was anders mache und sag, wir teilen dich. 49, 49, 41. Das würde zum Beispiel auch gehen. Könnte man Frankreich teilen. Ich will eigentlich Sachen nehmen, auf die ich auch Ansprüche habe. Das ist das Anführungsstrichen Problem, wo lustigerweise Touraine auch keine davon ist. Reims und Paris ist, glaube ich, zu viel. Knapp, lustigerweise. Ich glaube, es bleibt einfach dabei. Ach Gott, wie mich das gerade nervt, ehrlich gesagt. Weil halt dieser Krieg gegen Savoyen halt so aggressiv teuer war mit der aggressiven Expansion, weil es halt alles im Reich ist und weil das Reich halt einfach Dreck ist. Man kann nicht weit genug vom Reich weg sein. Wenn ich jetzt die Vasallen befreie, ist die Frage, was das bringt. Also gut, wenn ich nur die Frage ist halt, was ich sonst mache mit dem restlichen Warscore. Was sage ich, wenn ich Bourbonnais einfach vasallisiere? Kann ich lustigerweise gar nicht. Obwohl ich ihre Hauptstadt belagert habe. Da wäre jetzt das geil gewesen. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen mit den halbierten Kosten unter Umständen. Das Reich ist Dreck, es nervt. Doch, es ging. Ich habe es noch nicht gesehen. Ah, doch, das ist es. Ich habe es noch nicht gesehen, hast du sehr recht. Aber da hassen sie mich halt auch. Es ist zum Aus der Haut fahren. Das hätte mich jetzt aber überrascht, wenn nicht, aber ich wollte mal gucken. Cookie-Lee. Oh, Leo hat interessante Kerne. Sehr schön, Change. Wenn ich die Vasallen nicht wegnehme, annektieren sie halt relativ schnell. Den König der Franken habe ich keine Chance, dass ich rechtzeitig durchziehe. Also ich allgemein, das König der Franken, da musst du irgendwie schaffen, dass du früh die angreifen kannst und dann einen guten Krieg gegen Frankreich kriegst. Also König der Franken, dass du da wirklich Vasallen von kriegst, da musst du schon Glück haben, sage ich mal.
Ja, Handel könnte einiges an Geld sein. Das sind halt auch 29 Entwicklungen, die ich diese nicht haben. Halt die Frage, ob es ja nicht einfach erobert. Meine, sie haben ja eh schon sehr viele Schulden, von daher wäre es auch interessant, ihnen mehr Geld zu nehmen. Tut mir ihn eigentlich sehr weh damit. Und sie haben 8 Darlehen, ich hau jetzt nochmal 5 rein. Okay, keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert ist. Ich war ja gerade auf über 90. Da habe ich zurück und wieder hoch. Seht ihr das? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich kriege auch die 630 Dukaten nicht, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Schild ist wieder verbuggt. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert gerade, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache das jetzt so und hoffe, dass ihnen das Geld einfach wehtut. Habe ich 930 auf einmal. Das kann ich nicht mehr klicken. Erniedrigen. Gut ist. Warum man das. Ich verstehe es nicht. Habe ich noch irgendwas anders genommen, das ich vorher irgendwie. Nee, ich glaube, das passt schon, oder? Was will ich jetzt da draufklicke? Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist doch der Wahnsinn. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich brauche noch eins minus 60. Okay, das könnte funktionieren. So 110 Dukaten weniger für Kriegsrap. Bei Frankreich ist Kriegs, glaube ich, gutes Geld. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ich die krieg. 819. Cool. Ich habe einen davon bekommen. Du Frankreich nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal den einen bekommen. Bin schon, ob Frankreich wenigstens gezahlt hat. Bin gerade angefressen. Gut, 6 in Savoy, das kriegen wir hin. Savoy. Das wird ein Problem. Kann ich einen Unruheberater anstellen? Sehr schön. Ihr beiden geht mal bitte raus. Und dann schauen wir jetzt, was wir mit unserem Geld machen können. Ich will jetzt erstmal wissen, was Frankreich macht im nächsten. Ich mache schon Plus, oder? Ich nehme. Ich mache viel Plus. Kriegsreparationen lohnen sich. Frankreich hat mich als Rivalen bestimmt, das ist gut so. Ta 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 blub. So, Frankreich. Punktevergleich. Rivalen, Frankreich. Die hatten vorher auch 0,08 Darlehen. Ich glaube, die haben das nicht verloren. Cool. Cool. Ich habe aber schon irgendwo noch mehr Truppen, oder? Ach ja, stimmt, die sind noch auf hoher See. So, jetzt habe ich das Problem mit der Unruhe.
Warum waren die jetzt vorher 26? Das ist schon weird irgendwie. Okay, das heißt, die habe ich unter Kontrolle. Die Schweizer sind jetzt ein Problem. Ich bin übrigens an meinem Dingslimit. Krass. Ich sollte übrigens meine Provinzen kochen, die ich gerade erobert habe, gell? So, das ist jetzt ein Problem. Ach, du meinst, Frankreich hat die 830 Dukaten bekommen? Aber sie haben doch keine 4 Darlehen gezahlt, oder? Hatten die nicht auch vor, genau 8 Darlehen? So, was ist, wenn du das mitmachst? Dann sind die knapp nicht mehr zufrieden. Okay, dann müssen wir jetzt mal auf die neuen Truppen warten. Dann machen wir mal die Festungen aus. Das ist extrem scheiße. Das reicht immer noch nicht. Doch, okay. Für die reicht es ganz knapp nicht. Das heißt, da warte ich, bis sich die Kriegsmüdigkeit wahrscheinlich reduziert. Ich bin über meinem Regierungslimit. Ach, weil ich das verstaatlicht habe. Habe ich jetzt falsch gedacht, die Schlaumeier. Ja. Sieht man mal, wie problematisch das Regierungslimit ist. Wenn einem das ausgeht. Sollte klappen. Kriege ich da überhaupt genügend Freiheitsstreben? Beziehungen minus 100. Und viel Geld ist es irgendwie nicht. Nachdem ich sie erst in 30 Jahren annektieren kann. Kronländer ist eine gute Idee. Machen wir das mal. Ah, die Kirche ist im Bau, sollte also kein Problem sein. Wie sieht es hier mit einer Kirche in unserer Hauptstadt aus? Oh, sehr schön. Hätte es jetzt nicht ein bisschen früher kommen können. Wie viel kriege ich da zurück? Ich glaube den Großteil, wenn nicht sogar alles. Der tut was. Sind die überhaupt negativ? Tatsächlich. Schicken wir sie mal in die neuen Staaten. Ja, irgendwie lohnt sich Geld abschöpfen in meinen Augen überhaupt nicht. Weiß ich nicht, warum ich es beim zweiten Mal überhaupt noch gemacht habe. Sollte einfach nicht auf Chat hören, das lohnt sich nicht. Der
Der wäre halt im Brabant geblieben bis zu einem plus 200. Und die hat er noch nicht ganz erreicht. Damit ist zumindest die Unruhe fertig. So, ich glaube, ich bin der Meinung, dass das Regierungslimit viel zu klein ist. Damit ich den Bonus vom Königreich kriege, muss ich schon über mein Regierungslimit. Es ist gerade noch höher geworden, weil ich Grundsteuer in Namur bekommen habe. Sehr schön. Ah ja. Ich habe meine Hohenzollerin geheiratet. Dann darf ich eigentlich meinen Schwerpunkt mal raustun. 4 Jahren. Und leider komme ich nicht früh genug an eine Ideengruppe. Ich werde hier ein Problem mit meinen Millpunkten haben. Würde Österreich aktuell der Schweiz helfen? Höchstwahrscheinlich. Ich fände es viel interessanter, ob sie Dings helfen. Der Provence. Wann darf ich eigentlich dieses Gebäude bauen, das das Regierungslimit besser macht? Tag 8. Das wird das wichtigste Gebäude in diesem Patch sein. Ich finde schön, dass die Warnung jetzt ein bisschen früher kommt. Ich bräuchte erstmal vor allem Tech 5, damit ich eine Militäridee nehmen kann. Yep, auch Teil des Patches. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich könnte zum einen das hier machen, wenn mein Regierungslimit wirklich ausgeht. Administrative Macht, das kostet mich sehr viel Kronlande. Warum kann ich eigentlich das hier nicht wegtun? Da fände ich einen Tooltip angenehm, der mir erklärt, warum ich das nicht wegtun kann. Ach, ich werde das alte System vermissen. Was stand da? Ah, da steht was. Um dieses Projekt muss die Loyalität dieses Standes höher sein als sein Einfluss. Das ist ja mal ein krasses Ding. Er muss 60 haben, weil der Einfluss 60 ist. Nix 40, 50, 40. Muss höher als der Einfluss sein. Was ist das denn für ein... Das finde ich immer auch ziemlich bescheuert. Naja. Muss man halt auch erstmal irgendwie schaffen, dass es so ist. Ich meine, 60. Wie kriege ich deren Einfluss höher? Ich kann natürlich Versammlungen einberufen und ich kann nach Dingen wie dem hier suchen, damit ihre Dings höher wird. Das finde ich ein ziemlich seltsames Limit, ehrlich gesagt. Aber gut. Provence ist kein gültiger Rivale mehr. Das macht mich sehr, sehr traurig.
Okay, also König der Franken, können wir in 15 Jahren Frankreich wieder angreifen? Gespaltenes Königreich dauert noch bis viele, viele. Ah ne, Lothringen, was sind für, also vereintes Reich? Gespaltenes Reich, brauchen wir einen Krieg gegen Lothringen, den wir nicht kriegen, weil der Kaiser sie dauernd verteidigen wird. Was ist das eigentlich für ein Krieg? Straßburg und Mainz, Straßburg Eroberung von Mühlhausen. Ich glaube nicht, dass sich da Österreich. Ich kann auch selber mal reinschauen in den Stream von mir und das sagen. Beziehungen zum Papst sind wahrscheinlich nicht mal unbedingt das Problem, weil wir jetzt natürlich noch das Bündnis mit dem Rivalen nicht mal haben. Sondern der Papst Einfluss. Aber den haben wir jetzt dann auch bald mal. Das habe ich lustigerweise gerade Schmidti was gesagt, obwohl er mir schon gesagt hat, dass er mich nicht hört. Das war natürlich sehr sinnvoll von mir. Aber so bin ich. Es gibt irgendwie immer noch keine Sinn. Warum kriege ich eigentlich dauernd Events, für das ich das Geld nicht habe? Macht das Spiel das mit Absicht? Nein, Kamul kann ich nicht, weil da extra eine Regelung dagegen vorhanden ist. Wenn du zusammen mit dem Kaiser in dem Krieg bist, darfst du keine Reichsnation angreifen. Da ist der Button einfach ausgegraut. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das habe ich so nicht gesagt, Nektor. Das ist üble Verleumdung, ist das. Pause, 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 Pause. Ich muss wieder eine Kathedrale bauen. Ich muss eine Burg bauen. Oder ich muss Hans. Okay. Easy bin. Habe ich irgendeine Chance? Danke, dass du auf dem Taipo rumreitest. Das finde ich immer gut. Hallo Chiffre! Wahrscheinlich hörst du mich auch nicht. Jetzt bin ich auch schon wieder am Limit. Ich brauche das hier nicht. Ich brauche keine stärkere Regierung. Also wird es wohl wieder das hier sein. Ja, es ist einfach das Pech, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich kann leider auch keinen Stand um Geld am Betteln. Es gibt keine Conversion. Mit Stand um Geld am Betteln meine ich einen Stand um Punkte an Betteln. Solange ich nicht drüber bin, ist es mir egal. Sollte ich drüber kommen, können wir drüber nachdenken. Weil ich mir auch einfach 100 vom Klerus holen kann, wenn es hart auf hart kommt. Ist jetzt auch nicht so problematisch. Muss man sich mal geben. Osmanen, Kastilien, Frankreich und halt irgendwie Dänemark. Aber wenn die ihre POs noch haben, sind die auch mächtig. Dann werde ich werd von den Mächtigsten der Mächtigsten hier rivalisiert. Kastilien ist weniger mächtig als ich, ist das nicht toll? Ich habe eigentlich an keinem von denen irgendwelches Interesse. Ming kennt mich nicht, sonst wird nämlich auch schon rivalisiert. Och nee, jetzt haben sie sich mit Kastilien verbündet. Dreckskerle. Dreckskerle. Wird noch schlimmer, sie haben Aragon annektiert. Gut, Frankreich kann ich nie wieder angreifen. Wir werden keinen Krieg mehr gegen Frankreich führen.
Ganz ehrlich, das gegen Aragorn tut mir auch nicht weniger weh als Osmanisches Reich aktuell. Das Problem, wenn man nicht genügend im ersten Krieg nimmt, im zweiten würde es eventuell nicht mehr geben. Herzogruina, mächtig. Zilli. Also immer bis 71 überlebt, ist doch echt ziemlich gut. Hilf ihm, Marvin. Okay, Krieg erklären. Geht nicht, ich habe keinen Diplomaten. Schade, sonst hätte ich ihm jetzt geholfen. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, das wir hier haben werden, aber mal gucken, wie die Situation in 10 Jahren ausschaut. Wahrscheinlich Stufe 7 forscht, bevor ich hier Stufe 5 kriege. Was zahle ich eigentlich wegen. Oh, ich zahle 0,1 wegen unausgeglichener Forschung. 0,6 Dukaten. Krieg ra krass. Ich muss eigentlich nicht mal überleben, weil ich einen Nachfolger habe. Ich sollte mir halt überlegen, ob ich eventuell den heimschicke, damit das trotzdem eintritt. Da bin ich mir noch aktuell noch ein bisschen unentschlossen. Aber dann machen wir hier für heute Schluss.